7.30 Uhr. Starten wir mal den Tag. Angeblich sollen 80% Regenwahrscheinlichkeit sein. Und Wetterwarnung, Starkregen, Hagel, Blitze. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. Hier geht es jedenfalls erstmal heute Morgen los. Es ist 8:45 und ich habe gerade meine erste Pause hinter mir, so gut wie hinter mir. Habe Müsli gegessen und ein paar Nüsse und koche mir gerade meinen Kaffee, beziehungsweise der ist schon fertig, den gibt es gleich. Und das ist total schön, es hat nicht einmal geregnet. Ein bisschen, ist ein bisschen neblig und dunstig, weil das super nass ist alles. Aber geregnet hat es nicht. Es wird auch super schön warm jetzt gerade. So weit, so gut. Jetzt gibt es erstmal Kaffee. Anstrengend. Ich bin auf dem höchsten Berg hier in der Gegend, 169 Meter Höhe, und habe gerade den 20-25 minütigen Aufstieg hinter mir. Jetzt bin ich auf dem Gipfel. Ach, das ist eine geile Aussicht. Der Pfad da hinten, das ist alles Anstieg und das ist der Anstieg wird immer stärker. Ja, 169 Meter Höhe. Ich glaube, das ist der höchste Berg hier in der Gegend. Hier ist dann so ein Gipfelteil. Und man hat eine Aussicht in alle Richtungen. Ist schon echt beeindruckend. Zumal heute auch noch richtig cool Wetter ist und man sehr weit schauen kann. Bisher nichts mit 80% Regenwahrscheinlichkeit. Vielleicht braut sich ja da hinten ein Gewitter auf, aber bisher nichts passiert. Ein bisschen Glück muss man ja auch haben. Cheerio. Nach Wetterwolke aus.
aber bisher noch nichts. Weil die Sonne erstmal weg ist. Aber es kann, die kommt auch noch wieder. Es ist jetzt 11:30. Und was haben wir durch? 15 Kilometer? 15 Kilometer. Ich habe an der Hütte, wo ich normalerweise raste, diesmal nur eine kurze Pause gemacht. Meine Isomatte hingelegt, mich hingelegt, Schuhe ausgezogen. 5 Minuten hingelegt. Und dann wieder los. Weil ich natürlich schon ein bisschen Sorgen habe mit dem angekündigten Unwetter. Und ich noch nicht so richtig Hunger habe. Gut gefrühstückt vorhin. Ich laufe noch ein paar Kilometer weiter. Und wenn ich anfange Hunger zu kriegen, suche ich mir ein nettes Plätzchen. Und werde dort meine Mittagspause machen. Ich schätze so um die vielleicht 20 Kilometer Marke. Das ist echt schön hier. Ziemlich wilde Heidelandschaft. Thank you.
Ich habe meine Mittagspause mal vorgezogen. Doch nicht so weit. Ich bin auf 17 Kilometer. 18. Und es fehlen noch 12. Und es war sehr schön in der Sonne, mein Platz. Mittag gegessen. Aber jetzt ist die Sonne bald weg. Nämlich das angekündigte Unwetter kündigt sich an. Es grummelt und donnert. Alle 20 Sekunden. Riesige Wolken ziehen auf gegen den Wind. Klassisch. Ja. Es wird spannend. Wir werden sehen. Ich habe mein Regenzeug schon rausgenommen. Will ich vorne reinpacken, damit es schneller reichen kann. Und werde berichten. Ja, Mensch. Eine halbe Stunde. Regnet das ein bisschen. Aber von Starkregen kann echt keine Rede sein. Die paar kleine Tröpfchen. Ich meine, es donnert unterdessen alle 5 bis 10 Sekunden. Das klingt schon sehr dramatisch. Freundlicher blauer Himmel und dann geht's los, Alter. Ist genau über mir. Das ist genau. Schauen. Notfalls habe ich einen Blitzableiter. Meiner totalen Regenflucht. Und keine Ahnung, warte ein bisschen. Dann meine Kamera wegladen. Ich bin beeindruckt.
Ich bin beeindruckt. Zumindest vom deutschen Wetterdienst. Weil das haben die ja vorausgesagt und die haben tatsächlich auch richtig getroffen. Starkregen, Hagel, viele Blitze, Unwetter. Das wurde dann doch recht krass. Ich weiß nicht, ob man das vorhin auf dem Video noch gesehen hat, aber das wurde noch deutlich stärker. Ich habe mich circa eine halbe Stunde eingeigelt, meinen Rucksack mit dem Regenschutz versehen, umgedreht auf dem Boden und ich habe mich unter einen Baum gestellt. Da waren noch viele andere Bäume, das war nicht der einzige, auf einem Hügel oder so. Und habe mich eingeigelt, habe gewartet. Ich bin erstaunlich trocken geblieben, also meine Schuhe sind ein bisschen mitgenommen, aber ich bin erstaunlich trocken geblieben eigentlich. Die Hände sind sehr kalt, ich bin etwas hypothermisch, ich laufe mich gerade wieder warm, aber an den Taschen ist zum Beispiel eine ganze Menge Wasser reingelaufen. Ja, man kann nicht alles haben. Aber ein großes Kudos an meine Ausrüstung. Die hat mich doch tatsächlich gut und sicher trocken gehalten. Es hat auch ziemlich stark gehagelt. Und mein Käppi hat zum Glück den größten Impact abgeschirmt. Ja, spaßig. Unterdessen ist die Sonne schon fast wieder raus und abgesehen von einigen sehr feuchten Übergängen auf den Wegen geht's jetzt weiter. Es sind noch 8 Kilometer zu laufen. Blitzt immer noch in der Gegend, aber es ist nicht mehr weit. Es ist ziemlich weit weg. Ich hoffe, der Regen wird weniger und meine Schuhe sind ein bisschen voll gelaufen von oben. Nasse Wollsocken, yeah. Schauen wir mal.